Ist das Update krass oder ist das krass? Aber bin mega positiv überrascht von dem Update. Was ich bisher sehe, hört, sieht mega, mega gut aus. Leute, willkommen zurück zu COD Mobile Season 9. Endlich da, das absolut größte Update, wahrscheinlich für ein Mobile-Game überhaupt, aber auch definitiv das größte Update für COD. Es sind massiv viele Änderungen, unter anderem am Waffenschmied, ne? Ich kann hier mal kurz hochscrollen, ne? Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Anleitungen, was man jetzt machen kann, neue Visiere, bla bla bla. Grenzenlose Anpassung, man kann jetzt die Waffen richtig upgraden. Das Thema von Season 9 ist jetzt tatsächlich Zweiter Weltkrieg, 1944. Es ist quasi so ein zurück in die Vergangenheit von Call of Duty zu den Anfängen tatsächlich, Teil 1. So, Waffenschmied im Battle Royale. Diese neuen Eroberungen, Rückblende mit Reznov. Genau richtig für den Waffenschmied. Okay, und dann muss man das hier updaten, habe ich aber schon. Und wenn ihr mehr COD Mobile sehen wollt, Leute, natürlich, ne, damit der Algorithmus Bescheid weiß und damit ich Bescheid weiß, gerne Abo-Button und Glocke reinhauen. Für die 100.000 Abonnenten, ne, ich werde definitiv jetzt noch ein paar Videos rausbringen für die neue Season, dann können wir uns das Ganze anschauen. Das ist jetzt wegen Greenscreen alles noch ein bisschen broken. Gerne auch ein Like-Button, natürlich, wenn ihr das wir unterstützen möchtet und ihr natürlich COD Mobile feiert oder allgemein vielleicht COD feiert. Vielleicht seid ihr COD-Spieler pur und sagt, ey, ich möchte mal jetzt eine Mobile-Version spielen. Kann ich nur empfehlen. So, bin gespannt. Ist auf jeden Fall mega, mega solide. Und Supercell, schauen wir mal ein bisschen ab, wie ihr Clash Royale vielleicht retten könnt. Okay, hier haben wir ein kleines Intro. Season 9 Conquest, Eroberung auf gut Deutsch. Okay, Battle Royale wurde krass erweitert. Also da gibt es eine Menge, ne? Wird wahrscheinlich immer für ein Video reichen. Okay, neue Waffen. Fuba und Deathshark. Kilo Bolt, 2 Stück und Stronghold auch nochmal. HG40, ne, dabei. Und da ist, kann man noch. Oh, man kann Anhänger dran packen. Ja, let's go. Also eine Menge aus Warzone wurde mit reingenommen, ne? Eine Menge aus Warzone haben die mit reingenommen. Gerade Battle Royale erinnert mega an Warzone jetzt. Nur halt eine andere Karte, logischerweise. Oh ja, yeah, was war das? Und vor allen Dingen gibt es Gerüchte, dass der Zombie-Modus wiederkommen soll, ne? Das war auch eines der Dinge, wo ich gesagt habe, ihr seid doch bescheuert, ne? Wie könnt ihr den Zombie-Modus bei diesem Spiel wegmachen? Aber ja, sieht vielversprechend aus, ne, Leute? Let's go. Call of Duty Mobile hat jetzt richtig, richtig reingehauen. Und ich glaube, die machen jetzt wieder mal einige Dinge gut, auch wenn die Preise immer noch sehr, sehr teuer sind, ne? So, Objekte sind abgelaufen. Ja, ist okay. Ist okay. Ich habe hier keine Zeit um alles, ne? Passen Sie Ihre Waffen grenzenlos an, das werde ich mir gleich angucken, ne? So, alle Waffen, alle Varianten einer Waffe. Ne, es gab ja tausende von Skins, also wirklich tausende von Skins von ein und derselben Waffe. Immer M4, M4, M4 gab es in unterschiedlichen Varianten. Das wird alles jetzt zusammengefasst in eine Waffe und dort kann man halt dann unterschiedliche Varianten zusammenstellen, ne? Das ist auch so eines der Dinge jetzt. Und man kann natürlich auch die entsprechenden Tarnungen auswählen. Haben die echt mega gut gemacht. Das war auch schon eigentlich seit Season 2 mindestens einer meiner Kritikpunkte, dass man viel zu viele Sachen hatte. Okay, das ist Ausrüstung Multiplayer, Eroberung. Das ist der neue Battle Pass. Ja, 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 ich kenne den Battle Pass. Danke. Okay, einzige habe ich jetzt schon freigeschaltet und ich habe mir auch noch andere Sachen freigeschaltet. Okay. Diese schöne Waffe, die Chopper, Reznov. Ist dabei ein Talisman mit einem Helm und den Tod gesehen. Was ist das? Irgendein Kärtchen, okay. Das gibt es für die ersten 4 Stufen. Soweit, so gut. Premium Pass habe ich mir noch nicht gekauft, aber den holen wir. Oh, das sieht richtig gut aus, das Update, Leute. Was sie hier alles geändert haben. Hier haben wir wieder einen legendären Skin. Ne, epischen. Sah ein bisschen aus wie ein legendärer. Gibt es nochmal eine Menge mehr Waffenanhänger. Feiere ich ja total. Und hier gibt es was Legendäres in der... Okay. Okay, das sieht aus wie ein Banner, ne? Und der ist legendär. Okay. Der ist auf Level 50. Leute, 4 Belohnungen auf Level 50. Sieht gut aus. Wir haben auch wieder einen Comic, der uns ein bisschen die Story erzählt, ne? Wir hatten jetzt einen 8 auch schon und 7. In Season 9 erzählt er auch ein bisschen die Story, aber ich hole mir erstmal den Premium-Pass. So, 560. Ist tatsächlich nur 5 Euro, ne? Kann ich kaufen, dann kriege ich schon mal die ersten paar Stufen. Und der schaltet halt diese 12 Stufen direkt frei und kostet 12 Euro. Komm, machen wir mal. Boosten wir mich hoch. Ich weiß, dass ich nicht so viel Zeit habe, dieses Spiel tagtäglich zu spielen. Deswegen einfach mal direkt auf Stufe 12 hochboosten. Mache ich eigentlich sonst immer mega selten. Ne? Mag ich nicht. Ich mag es auch nach und nach freizuspielen. Aber Reznov Skin schmeckt. Sieht gut aus von der Qualität her. Und auch die neue Waffe, Leute. Sieht gut aus von der Qualität her, ne? Ah, sehr schön. Okay, okay, haben wir. Und dann habe ich noch ein Trophy-System freigeschaltet. Okay. Oh, nochmal die M4-Kampfanzug. Okay, die, ja, das ist aber kein Zweiter Weltkrieg, oder?
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das sah nicht nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Ey, in der Lobby sehen die Charaktermodelle so richtig geil aus, ne? Ingame müssten die Grafik noch ein bisschen verstärken. Teamphase 2B startet jetzt. Was? World Champion Series. Ah. Okay, ein Weltturnier. Kommen Sie zurück für mehr. Mai, Mai. So, was kann ich hier noch? Ich habe hier, okay, jetzt live. Okay, das haben wir. Ranglistenserie. Ich habe doch gar nicht gespielt, ey. Ich habe nur ein Match Rangliste gespielt, aber egal. Beanspruchen wir. Das holen wir uns rein. Haben wir hier noch ein bisschen Geschenke. Der Clan ist immer noch offen, Leute. Ne? Es gibt immer noch Platz. Hier kann ich nochmal wieder was runterladen. Lass uns Waffenschmied anschauen, oder? Ich glaube, das ist das Wichtigste überall. Okay, da ist mein super seltener OG-Skin. Und da ist Waffenschmied, Leute. Da ist meine Halloween AR, ne? Da ist meine Halloween AR. Und ich kann jetzt hier unterschiedliche... Oh boy. Das ist richtig insane jetzt, ne? Nicht nur, dass man einen richtig krassen Waffenskin hat, aber man kann hier wirklich die Sachen noch nachrüsten, ausrüsten, hinteren Griff auswählen. Da ändert dann auch wirklich die Mobilität und. Das heißt, kann ich den jetzt noch weiter verbessern? Ich kann den noch weiter verbessern, ne? Eigentlich war der schon auf Maximum Level, aber ich kann den jetzt noch weiter verbessern auf bis zu... Eieieiei, Leute, guckt euch das an. Bis Level 53 kann ich den jetzt verbessern. Okay, aber gilt das dann nur für die Kürbiskopf-AR, oder? Nee, das gilt dann für alle, ne? Ja, es gilt das für alle, ne? Es wird alles jetzt vereinfacht, simplifiziert. Es gibt jetzt nur noch AK-47 und dafür gibt es halt unterschiedliche Tarnungen. Und desto mehr du diese AK-47 spielst, desto besser wird das natürlich, ne? Zum Beispiel habe ich hier noch so eine Red. Finde ich super. Finde ich super. Das war wirklich eines meiner Kritikpunkte schon seit Season 2, dass wir einfach massiv viele Waffenskins hatten. Und das sah mega unübersichtlich aus und das sieht jetzt richtig vielversprechend aus. Oh, I like it, Leute. I like it. Battle Royale natürlich dasselbe, ne? Was willst du denn jetzt? So, auch hier, ne? Warte, habe ich nicht eine M4 Gold freigeschaltet? Ne, warte mal, welche war das denn? Ah, da sind noch was, ne? Da sind noch freischaltbare Tarnung. Okay, dieses Waffenschmied muss ich auch erstmal noch reinfuchsen, Leute. So, hier habe ich zum Beispiel meine N4. Dafür gibt es Baupläne. Das sind unterschiedliche Waffentypen. Aber es gibt auch Tarnungen. Das ist das, was ich jetzt freigeschaltet habe. Und da werden noch ein paar runtergeladen, ne? Ich würde meinen, es gibt noch natürlich auch Dark Matter-Tarnung und was auch immer, ne? Und die muss man jetzt auch genauso wie bei Call of Duty, man es kennt, ne? Freischaltbar durch Sammeln aller freischaltbaren Tarnungen und Spielen eines Matches mit dieser Waffe. Also erst, wenn ich alles freigeschaltet habe hier, sobald Waffenstufe 37 erreicht ist, kriege ich dann die Goldtarnung oder Sumpftarnung oder was haben wir hier noch? Nochmal Unterholztarnung. Und. Okay, das kann man jetzt soweit freischalten. So, Waffenschmied hat 2 Baupläne, ja. Aber dafür gibt es keine Tarnung, ne? Tarnungen gibt es nur für die Standardwaffen. Das sind so die wirklich die simplen Modelle. Selten und grüne Waffen. Das sind so die Standardtarnungen, die man dann freischalten kann. Alles darüber hinaus sind tatsächlich Baupläne, so wie die Kürbiskopf oder rote Aktion. Zum Beispiel die Razorback, ne? Da habe ich hier auch eine Cosmo. So, zack. Da habe ich auch schon so einiges ausgerüstet. Hier gibt es noch ein Extra. Die muss ich noch freischalten. Obwohl ich die schon mal hatte. Packen wir noch einen Laser dran. Jetzt kann man auch viel, viel mehr dran packen. Ne? Man muss jetzt nicht immer so komisch auswählen. Aber hat natürlich, wie immer, unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ne? Man ist entweder langsamer, schneller. So, hier kann ich noch Sticker draufpacken. Ja, moin, Leute. Ist das Update krass oder ist das krass? Ha? Ist das Update krass, Leute? Haben die nicht wirklich geile, wirklich nices Ding reingepackt? Und hier kann ich ja nicht noch meinen Talisman ausrüsten. Ich finde das insane. Lass uns mal in ein Match reinspringen. Okay, Shipment 1944, Stellung. Erobern Sie und halten Sie. Okay. Also wirklich, mega. Schon alleine jetzt, muss ich sagen, haben die wirklich richtig, richtig krasse Sachen eingebaut hier, ne? So, da ist meine Cosmo und Cosmo. Jetzt habe ich das mehr oder weniger gleich. Egal. Da ist der Laserpunkt. Okay. Okay, das ist jetzt eines der neuen Maps, ne? Shipment 1944, bisschen ein Weltkrieg-Szenario. Okay, schauen wir mal. Ist das gerade in Slow Motion, oder? Alter Falter. Ist das langsamer geworden? Bin ich blöd? Es fühlt sich... Das ganze Movement von den Gegnern fühlt sich so arschlangsam an. What the fuck? Machen wir mal Airdrop. So. Okay. Entweder bin ich gerade ein bisschen gaga, aber ihr habt doch so das Gefühl, die Gegner laufen komisch. Das ist schon mal so mein Gefühl. Nachladen. Oh. Die Gegner laufen viel komischer und man schießt
deutlich langsamer, wenn man anvisiert, ne? So, bauen wir mal hier einen Geschützturm auf. Also deutlich, deutlich langsamer Anlegen der Waffen. Man lebt länger gefühlt. Auch wenn gefühlt wieder mal komplette Bots sind hier. Ne, jetzt habe ich nur noch Messer. So, let's go. Lass uns Messerkills machen, Leute. Okay, dankeschön. So, hab mir jetzt eine Sniper ergattert. Okay. Okay, okay, okay. So. So. Aua. Also, ich glaube, ich überlebe aber auch echt viel, ne? So. Ja, 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 ja. Ist okay, ist okay. Bisher sieht's krass aus. Ey, das war meiner. So. Zwei Sniper-Kills noch da. Nachdem das... So, da ist doch eine Waffe. Gib mir mal eine Waffe. Hm. Okay, also das Gameplay fühlt sich so richtig anders an. Ohne Witz. Das ganze Laufen... die ganzen Waffen haben ein ganz anderes Feeling. Es fühlt sich mega weird an. Und das ist so eine absolute Bot-Runde jetzt, ne? Erstes Match, was ich hier kriege, ist so 100 Bot. Also so wirklich so richtig 100 Bot. Ey, die haben gerade mal 6 Punkte, ne? Die zerpflücken wir gerade so richtig. Ey, ich will eine andere Waffe als eine Sniper haben. Ich will die Leute wegblenden. Danke. Besser als nix. Besser als nix. So. Geht doch. Nochmal Drohne. Ah, und schon gewonnen, oder was? Ja, schon gewonnen. Dezent abrasiert. Ich hatte eine komische Sniper zwischendurch, bin ich aber nicht einmal gestorben, ne? Okay, aber das liegt definitiv an den Attachments, dass es so langsam anvisiert hat, ne? Ich bin nicht mal Erster geworden, weil ich mit ganze Zeit mit dieser Sniper rumlief. Oh, da leveln die ganzen Waffen hoch, die ich jetzt benutzt habe. Auch nicht schlecht, ne? Zack, Gegner gekillt. So weit, so gut. Ja, einer hatte 45 Kills? What? Okay, warte, ich will normal spielen, aber ich will diesmal Munition haben bei den Waffen. Aber bin mega positiv überrascht von dem Update. Was ich bisher sehe, sieht mega, mega gut aus. Ich würde sagen, in der nächsten Folge checken wir noch ein bisschen Battle Royale, das Warzone Mobile sozusagen aus, ne? 32 Kills, für den Nuke hat es nicht gereicht, paar Mal gestorben. Aber wirklich solides Update, Leute. Gerne Abo-Button und Glocke reinhauen. Wenn ihr mehr COD Mobile sehen wollt, würde mich natürlich dann auch unterstützen und ich weiß auch Bescheid, was ihr sehen möchtet. Ein Like-Button, wenn ihr sagt, wenn euch das Update genauso gut gefällt und ihr natürlich da mehr sehen wollt, dann wird euer Algorithmus euch das natürlich auch mehr vorstellen. Seht ihr halt immer noch die Fresse. Ansonsten auf der rechten Seite findet ihr noch weitere Videos. Gerne auschecken und ihr mehr Flosse. Plopp.